Hallo, ich bin ESA-Astronaut Matthias Maurer und ich bin gerade hier auf der internationalen Raumstation ISS in 400 Kilometer Höhe, völlig in Schwerelosigkeit, wie ihr seht. Und wir sind hier auf der internationalen Raumstation, weil wir Experimente unter Schwerelosigkeitsbedingungen durchführen. Was das alles für interessante Effekte hat, möchte ich mal am Beispiel von Wasser demonstrieren. Ich habe hier meinen Beutel mit Wasser mitgebracht. Und dann sieht man schön, wie Wasser hier unter Schwerelosigkeit eine Kugel herstellt. Jetzt sehen wir auch schon, dass diese Kugel wegdriftet. Das liegt nämlich daran, dass wir hier eine Luftströmung haben. Ich versuche mal, das Ganze wieder ein bisschen einzufangen. Und wir sehen auch schön an dieser Kugel hier, dass Wasser eine gewisse Oberflächenspannung hat. Ja, ich sehe, dass diese Kugel keine perfekte Kugel hier ist, sondern dass sie so ein bisschen schwingt und vibriert. Und das hat was mit der Resonanz zu tun. Ja? Also wir können hier eine perfekte Kugel herstellen, wenn sie in Ruhe wäre. Wegen der Luftströmung wird diese Kugel aber immer wieder hin und her geschoben. Oder auch wenn ich sie in Schwingung versetze. Hoppala. Und dann schwingt diese Kugel. Und die Schwingungsformen, die wir hier sehen, sind abhängig davon von der Viskosität. Wenn ich also eine andere Flüssigkeit habe, die steifer ist, also viskoser ist, dann schwingt diese Flüssigkeit auch anders. Und diesen Effekt nutzen wir, um Metalle zu schmelzen und dann zu lernen, wie viskos ist eigentlich dieses Metall bei einer gewissen Temperatur. So, ich versuche das Ganze jetzt nochmal ein bisschen größer zu machen. Oh, wir sehen auch hier die Wassertröpfchen, die fliegen irgendwann auseinander. Das sind perfekte Kügelchen. Die anderen schwimmen jetzt gerade mal weg. So, jetzt muss ich hier ein bisschen langsam sein. Da ist schon wieder ein Satellit weg. Diesen Schläger sieht ja aus wie so ein bisschen ein Tischtennisschläger. Da ist eigentlich eine hydrophobe Oberfläche. Ich hätte also erwartet, dass die Kugel hier perfekt absteht, aber der Effekt scheint kaputt zu sein und die Benetzung ist hier optimal. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr flachen Film. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir da reinpumpen können, bevor das auseinanderfällt. Wir sehen, dass hier die Flüssigkeit auf der Oberfläche liegt und quasi hin und her schwingt. Hier haben wir nämlich eine Zahnbürste. Eine ganz normale Zahnbürste, ganz frisch aus der Verpackung. Die lässt sich sehr gut von Wasser benetzen. Wenn ich es mal hier so zeigen kann. Das Wasser, zack, das zischt so richtig zwischen die Fasern. Ja, ich kann da richtig auch eine Brücke bauen, wo ich Wasser hier rausziehe und irgendwann reißt diese Brücke dann ab. Und hier bildet sich keine Kugel, sondern das Wasser geht zwischen diese verschiedenen Fäden dazwischen, zwischen die Bürsten und benetzt diese optimal. Sehr schön aus, diese Schwingung. So, versuchen wir mal diese Kugel ein bisschen zu kontrollieren. Da fliegen ein paar Tröpfchen durch die Gegend, aber das ist nicht
So schlimm. Dann gucken wir mal, ob wir diese Kugel noch ein bisschen wachsen lassen können. Wir sehen, dass hier sehr, sehr stark die Lüftung geht im Columbus-Modul. Das ist erforderlich, damit ich immer genügend Sauerstoff habe zum Atmen. Wir sehen auch hier schön den Linseneffekt.